Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu einem Produkt. Und zwar geht es um einen USB-Hub-Kombi. Und zwar bedeutet das ein USB 2.0 und 3.0 in einem. Danach war ich auf der Suche und wie ich gesehen habe, gibt es gar nicht so viele Modelle im Netz. Ich bin jetzt mal fündig geworden bei der Firma Inline. Bietet ein 7-Port-USB Hub an, und zwar hat der insgesamt 3, 4, 5 USB 2.0 Ports, einen USB 3.0 Port und einen Ladeport, den man zusätzlich mit Strom befeuern kann über einen Netzanschlusskabel. Das Kabel ist beiliegend, der Stromanschlussadapter ist nicht dabei. Ja, warum mache ich dieses Video? Eigentlich war das gar nicht im Sinne, das ein Video zu drehen, aber was mir aufgefallen ist und wo ich ein bisschen enttäuscht bin, und das sage ich jetzt mal unter Vorbehalt, und zwar ist mir aufgefallen, als ich den angeschlossen habe, USB 3.0 hat einen maximalen Ausgangsstrom von 900 Milliampere. Sollte eigentlich für eine externe Festplatte eine kleine 2,5 Zoll ohne Probleme reichen. Die kann ich bei mir problemlos an USB 2.0 anschließen und funktioniert einwandfrei. Ja, Sinn und Zweck war für mich, warum so ein Kombi-Adapter? Und zwar, weil ich doch einige Funktastaturen und Mäuse habe, die ja unter 2.0 ja besser arbeiten sollen als unter 3.0. Da es zu Problemen kommen kann, zu Übertragungsproblemen, weil die sich dann in der Frequenz irgendwie überschneiden, wegen dem 2,4 GHz-Bereich. Ja, deswegen diese Kombi-Variante. Eigentlich eine tolle Idee. Ja, aber ich habe das gute Stück angeschlossen und musste feststellen, als ich dann die externe Festplatte mal anschließen wollte, obwohl keine anderen zusätzlichen Geräte dran waren, dass die Festplatte auf einmal ständig aus und anging. Irgendwann hat sie sich dann gefangen, aber das war sehr instabil. Ja, dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen und musste feststellen, dass die beworbene Ausgangsspannung, die eigentlich der Hub haben soll, und zwar von 5 Volt, sowie die Eingangsspannung, nicht vorhanden ist. Und zwar liegt der im Bereich zwischen 4,7, 4,8 Volt. Das scheint zu wenig zu sein für die Festplatte. Für kleinere Geschichten wahrscheinlich ausreichend. Jetzt ist die Frage, es wird ja beschrieben bei der Firma Intros ist es eigentlich. Ich zeige euch das nochmal auf der Webseite. Wen es interessiert, kann er sich das auch nochmal durchlesen. So, die Eigenschaften. Wir haben also, wie gesagt, ein USB 3.0 Ultra High Speed Port und 6 USB 2.0 Schnittstellen und eine Schnellladefunktion über USB-Port bis 2,1 Ampere. Nur mit optionalem Netzteil bis 3 Ampere kann man verwenden. Verwendbar. Eingangsstrom ist 5 Volt, Ausgangsstrom soll ebenfalls 5 Volt sein. Ja, dann haben wir einen Taster, der ist für die Schnellladefunktion da. Das heißt, wenn man den dann betätigt und das zusätzliche Ladekabel ist angeschlossen, dann soll die Schnellladefunktion funktionieren. Eine blaue LED, da muss ich nochmal gucken. Ich bin der Meinung, es war grün. Plug and Play, Gehäuse ist Kunststoff. Die Kabellänge beträgt 50 cm von dem Hub und die Maße sind 12 cm in der Breite. Oder in der Länge, je nachdem, wie man es sieht, dann 31 mm in der Breite oder 3,1 cm und 2,8 cm in der Höhe. Gewicht sind 60 Gramm und in dieser schönen Plastikverpackung haben wir einmal den Hub mit 50 cm Kabel und einmal ein 1 Meter USB-DC-Kabel und ein Stück Klettband, das man den Hub noch irgendwo ankleben kann oder möchte, wie auch immer. Ja. Ja, so sieht das gute Stück aus. Das ist dieser Taster, den man dann betätigen kann für diese Schnellladefunktion, für den Ladeport. Hier haben wir einen kleinen Rundklinkenanschluss.
Das ist er, der kommt dann hier rein. Und auf der anderen Seite hat man einen ganz normalen USB-Anschluss, den man an ein USB-Netzteil mit ausreichend Leistung anschließen kann. Gut. Für mich dachte ich, die Schnellladefunktion, die kann man ja mal beiseite lassen, brauche ich nicht. Also brauchen wir auch keinen Stromanschluss. Ja, jetzt schließen wir das gute Stück an. Ich habe das jetzt mal provisorisch gemacht. Ich könnte ihn jetzt auch am Rechner anschließen. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt den ganz normalen USB-Netzteil mal genommen und das gute Stück darüber angeschlossen. So, wie wir sehen, hat der keine blaue LED, es ist eine grüne LED. Vielleicht hatten die mal welche verbaut oder es ist ein Druckfehler auf der Verpackung. So, wir haben eine grüne LED. Dann schließe ich mal jetzt über den Port ein Strommessgerät an. Und jetzt weiß ich auch, warum meine Festplatte ein bisschen rumgesponnen hat. Wir haben eine Ausgangsspannung von 4,72 Volt. Also 4,7 Volt kann man eigentlich sagen. Und keine 5 Volt. Die 5 Volt kommen erst dann zustande, wenn man dieses Netzteil noch zusätzlich mit anschließt. Also man muss, um die volle 5 Volt Spannung gewährleistet zu bekommen, dieses Kabel anschließen. Das geht leider aus der Beschreibung gar nicht hervor. Die Frage ist, ob es so sein soll, ob es vielleicht ein Fehler ist. Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich unter Vorbehalt nochmals, kann ja sein, dass es auch fehlerhaft ist. Was mich wundert, dass der Hub wahrscheinlich selber schon Strom verbraucht und dann nicht mehr die volle Leistung an den Ausgängen zur Verfügung hat. Wir können ihn mal spaßeshalber an USB 2.0 Port anschließen. Aber da bleibt alles das gleiche. Wir haben 4,2 Volt. Ja. Ja, nicht, dass es am Strommessgerät liegt. Ich habe noch ein anderes dabei. Das können wir auch mal anklemmen. Und zwar haben wir hier so. Und hier haben wir auch, der auch die Ampere misst. Ich glaube 4,74 waren es gerade. Hat ein bisschen geschwankt. Müsste aber gleich wieder kommen. 4,70, 4,74. Also annähernd auch das gleiche. Ja, wie gesagt, für eine externe Festplatte anscheinend schon zu wenig. Und darüber war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte das Gerät so einsetzen, ohne dieses zusätzliche Kabel an Strom. Das kann ich auch noch mal kurz vorführen. Dazu brauche ich noch ein passendes Netzteil. Das besorge ich gleich, geht gleich weiter. So, ich habe mal jetzt ein anderes Netzteil besorgt mit zwei USB-Anschlüssen. Jetzt schließe ich mal den Hub an. Und wir schließen jetzt dieses Zusatzkabel noch mit an. Das kommt dann in den Hub mit rein. So, jetzt ist das Hub mit Strom versorgt, mit einem 2,4 Ampere USB-Netzteil. Sollte aber erstmal ausreichen. Und jetzt schließen wir nochmal das Strommessgerät an. Und wie wir sehen, liegen wir jetzt bei 5, etwas über 5 Volt, also ganz 5,07, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, dann liebe Inliner, dann schreibt sowas bitte auch in der Anleitung mit rein. Das ist ein bisschen unverständlich, dass man auch zur Verwendung der USB-Ports, wenn man die volle Leistung haben möchte, das Netzteil oder ein Netzteil anschließen muss. Ist ein bisschen irreführend. Wie gesagt, vielleicht stimmt auch mit dem Hub was nicht, aber ich habe eher den Eindruck, dass der doch die Spannung vom Netzteil benötigt, um eine volle Ausgangsleistung zu gewährleisten. Jetzt mal als Beispiel. Ich habe hier noch ein altes USB 2.0 Hub von der Firma Hamer ist das. Das ist mit vier Ausgängen. Das ist ein ganz einfaches 2.0 Hub. Das können wir mal als Vergleich dann mal nehmen. Schließe ich auch mal kurz an. So,
ist kein Netzteilanschluss möglich und auch nicht, wird auch nicht benötigt. Und darüber habe ich die Festplatte mal laufen lassen, lief ohne Probleme. Das heißt also, die Festplatte zieht gar nicht mal so viel Strom. Ich glaube, irgendwas von 300, 400 Milliampere, was bei 2.0 ja ausreichend ist. Wollen wir denn mal sagen, da ist das. So, schließen wir den einfach mal an. Ja, und der gewährleistet ohne Probleme, ohne Netzteil, 5,09 Volt. Das hätte ich mir auch von den Hub jetzt gewünscht, dass man jetzt nicht unbedingt noch ein Netzteil anschließen soll. Ja, auf der Suche nach Alternativen, da ist es, sieht es ja sehr mager aus mit diesen Kombi-Hubs. Da habe ich jetzt noch ein Produkt gefunden, und zwar bei der Firma Konrad gibt es was war das, ein vier Anschlüsse, und zwar drei USB 2.0 Anschlüsse und seitlich auch ein USB 3.0 Anschluss. Den werde ich mir noch zukommen lassen und auch testen, ob der soweit einwandfrei funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt auch einen externen Anschluss besitzt. Das zeige ich euch gleich im Netz. Also das Gerät hat mich erstmal ein bisschen enttäuscht, dass er halt nicht die volle Ausgangsleistung zur Verfügung stellt, ohne dass man einen Stromanschluss verwenden soll. Ja, der Hintergedanke an diesem Anschluss ist, da mein Rechner oder mein kleines Gerät, was ich habe, nur ein USB 3.0 Port besitzt, ich aber noch halt eine drahtlose Tastatur und eine Funkmaus anschließen möchte und die nicht unbedingt an einen USB 3 Hub verwenden möchte, da es ja da, wie gesagt, zu Überschneidungen kommen kann, daher die Idee gewesen, halt so ein Kombi-Hub zu nehmen. Ja, das erstmal dazu. Ich zeige euch das nochmal auf der Webseite gleich. Wer damit, sage ich mal, klarkommen kann, dass es halt mit Strom angeschlossen werden soll, dann gebe ich euch auch noch einen Link unterm Video, dann, was ich dann einstellen werde, wo ihr das gute Stück bestellen könnt. Bei Amazon wird es derzeit angeboten. Ich habe es gekauft bei der Firma Let's Sell direkt. Das muss jeder selber sehen. Ja, das dazu. Wie gesagt, ich zeige euch noch kurz die Webseiten, und wenn ich den anderen Hub von der Firma Konrad haben sollte, werde ich das mal vergleichen, und gegebenenfalls kann ich da gerne auch mal ein kleines Video mit einstellen und schauen, wie der funktioniert. Hat aber ein sehr kurzes Kabel, der von Konrad. Ich zeige euch das gleich auf der Webseite nochmal. Bis gleich. So, hier geht's weiter. Also ich habe diesen Hub bei der Firma letscell.de, letz-cell.de. Kann man hier oben sehen. Bestellt, da kostet der ohne Versand 11,71 €. Versandkosten sind 3,90 €. So, da ist er. So, da habe ich den bestellt, weil ich noch ein paar andere Sachen bestellt hatte. Dann kam das eigentlich, da war das für mich der günstigste Preis. Ich habe geguckt, aktuell bei Amazon zum Beispiel, da bekommt man ihn für 13,14 €. Anbieter kann ich persönlich nichts zu sagen, kenne ich nicht. Es gibt unterschiedliche Anbieter. Also der günstigste Anbieter bei Amazon derzeit 13,14 €. Ja. Gut. Die Konrad-Alternative, die sieht dann so aus. Ist relativ auch sehr kompakt. Hat halt eben nur drei 2.0 Ports, was für mich ausreichend wäre. Das kurze Kabel wäre auch nicht schlimm, sage ich mal. Das könnte man dann direkt auf der Rückseite vom Gerät dann anbringen. Dass das Kabel seitlich nicht so ganz rausguckt. Muss ich mal kurz gucken. Da kann man, da habe ich mir dann halt so einen Winkeladapter geholt, dass das Kabel da nicht halt so weit rausschaut. Gut, aber kommen wir mal zurück. Sieht auch sehr einfach, ist auch wahrscheinlich Kunststoffgehäuse, aber genauso habe ich es mir vorgesehen, weil an den USB 3.0 Port kommt nur höchstens gelegentlich mal vielleicht eine Festplatte kurz nochmal zur Datenübertragung ran.
die 2.0-Ports halt für die Drahtlosgeräte. Ja, sollte ausreichen. Kostenpunkt ist 14,49 €. Kommt natürlich noch Versand dazu. Ja, Bewertungen überwiegend positiv, außer einer hat eben das zu kurze Kabel bemängelt. Ja, für manche scheint es natürlich nicht lang genug zu sein. Ja, das dazu zu der Firma Inline. Kommen wir auch noch mal ganz kurz. Wollen wir die Inline? Also, das handelt sich um die Intus Electronic Aktiengesellschaft. Die bieten das an und mit denen werde ich mich auch noch mal in Verbindung setzen. Mal sehen, ob man da jemanden telefonisch eventuell erreichen kann. Chat bieten sie ja an auf der Rückseite, habe ich gesehen. Kann man tagsüber die Leute dann versuchen zu erreichen. Ja, für mich ist halt der Ausgangsstrom wichtig, 5 Volt. Und da hätte ich gerne einen Hinweis gehabt, wenn das so richtig sein sollte, dass man diese 5 Volt nur erreicht, wenn man ein Netzteil anschließen muss. Ja, das dazu, Leute. Wie gesagt, wenn es interessiert, ich mache euch gerne auch noch einen Link. Ansonsten, ihr habt es ja auch im Video gesehen, wo ihr die Sachen bestellen könnt. Wer auch auf der Suche ist nach solch einem Gerät. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmals und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.